Willkommen mal wieder und zu einer weiteren Folge Dead by Daylight. So, mit meiner Fang und zumindest auf dem Saloon. Okay, hier ist zu. Hier ist zu. Letztens muss ich noch eine Opfergabe schmeißen. Oh, die Krankenschwester. Oh, und die brennende Frage im Hirn ist, gute oder schlechte Krankenschwester? Man wird es immer merken. Oh, die hat schon jemand erwischt. Oh, okay. Ah, die will hoch, ne? Ach, was ist denn hier los, Mann? Voll die Action, ey. Okay, komm. Soll ich dich heilen? Ob sie ruft der Krankenschwester mit hat, werden wir gleich merken. Okay, sie hat jemand anders zumindest erwischt. Okay. Ja, jetzt würde ich am liebsten mit meiner Taschenlampe hin ein bisschen versuchen oder so. Na gut, jetzt ist es eh zu spät. So, verhalten wir uns mal. Ja, genau. Verhalten wir uns mal schön stealthy hier. Ja, schon der erste Hook. Wir haben noch keinen Gen fertig. Ich glaube, es ist auch noch kein einziger Gen signifikant bearbeitet worden. Ich hoffe, das klappt hier. Ich hoffe, das klappt. Okay, nice. So. Ja, der Spot hier gefällt mir gar nicht. Ja, egal. An den Perks habe ich eigentlich, doch zwei Änderungen habe ich gemacht. Also ich habe immer noch frontal mit und schnell und leise, um den Killer eventuell ein bisschen zu ärgern. Aber jetzt habe ich auch, Tabs Verdacht mit und Kreis der Heilung. Weil ich habe so das Gefühl, man befindet sich jetzt auf einer Boon-Totem- oder Boon-Perk-Abschiedstour. Ne? Durch die Änderung von diesem PTB 670, ich bin da jetzt nicht drauf. Oh, shit. Wow, das war knapp. Sie geht jetzt bestimmt zum Gen, ne? Ja. Komm, lauf hier. Ah, shit. Sonst hätten wir hier schön Front... Ach, das ist natürlich blöd, ne? So, komm. Okay. So, komm. Die wird safe wieder zu einem Gen gehen, oder? Okay, da hinten. Okay, dann gehen wir jetzt gleich danach hin. Ich hoffe, er wird abgehangen. Ja, verschwinde. Ja, er ist abgehangen worden. Natürlich ist es natürlich blöd für ihn, dass sie jetzt sofort wieder dahin geportet ist, ne? Aber ich denke mal, wir können jetzt hier den Gen fertig machen. Dann haben wir immerhin schon mal zwei Gens bei zwei Hooks. Das wäre wiederum okay, ne? Also da sagt mein Bauch jetzt, jetzt tunnelt es ihn oder was. Das ist natürlich nicht so geil. Nee, aber wie gesagt, wegen diesen Änderungen, die jetzt auf dem PTB 6.7.0, diese Änderungen halt, wo sie das generelle, ja gut, dann mache ich jetzt hier einmal zum Abschied dann so einen Boon. Oh shit, wo ist sie? Oh nein! Ja gut. Da war der Busch jetzt kein gutes Versteck, ne? Ja. Jupp. Okay. Sieht nicht ganz so geil aus gerade, ne? Oh nein! Oh, zu früh. Da war mein Finger schneller als mein Plan. Nee, auf jeden Fall die Änderung bezüglich Kreis der Heilung, dass man dann sich nicht mehr selbst heilt, sondern wenn man in diesen in diese Aura reingeht, dass man dann für die anderen, wenn man verletzt ist, sichtbar ist und in diesem Kreis dann kriegt man nur noch auf die Heilung eines anderen irgendwie Speedboost. Also man kann sich noch nicht mal mehr selbst heilen. Also ich finde die Änderung, auch das generelle Heilung, passen sehr an.
absolut schlimm. Wie viel Zeit... Ja, gut, okay. Ja, komm. So, wie viel Zeit auf Heilung soll man dann noch irgendwie... Ja, ich sag mal, aufwenden. Ne? Also, für mich sind die Änderungen wirklich... Ich sag mal, ganz ehrlich, das für mich persönlich ist es, finde ich es, das allerletzte irgendwie. Also, als Solo-Queue-Player war ich froh, wenn ich mal da nicht auf andere angewiesen bin und nicht unbedingt immer so einen Sunny-Koffer mitschleppen musste oder so. Ne? Wobei sie die Sunny-Koffers ja auch anpassen. So der Plan zumindest, ne? Und wie gesagt, aber Kreis der Heilung ist dann eigentlich geschenkt. Ne, was soll man damit noch machen? Ne? Ja, komm. Ja, willst du doch nicht hier machen? Ja, er soll auch getunnelt werden, ne? Er soll auch getunnelt werden. Na komm, ich mach hier. Ne, auf jeden Fall, wie gesagt, die Änderungen sind für mich persönlich das allerletzte, was wieder Solo-Queue-Player angeht. Ich weiß auch nicht, ich habe hier echt ein Glück. Ne, immer wenn ich was erzählen will, ist hier irgendwas. Ne. Ja, okay, zumindest nicht ihn. Ja, jetzt hebt sie die schon hoch, kann ich nichts mehr machen, ne? Ja, das war eher unnötig. Ich hänge am besten jetzt instant ab, oder? Wenn sie ihn da hinten erwischt, dann er ist auf jeden Fall dead and hook. So. Aber sie scheint irgendwie Barbecue bei zu haben, oder? Sie hatte zumindest... Was soll ich machen? Ah, hier ist zu. Ja, komm. Sie scheint Barbecue bei zu haben, ne? Weil sie hatte mich vorhin beim Totem direkt angesteuert. Und jetzt ist sie auch in Richtung von ihm gegangen. Oh, Mann. Bleib doch einfach mal weg. Ich will einfach mal erzählen. So. Ne, aber wie gesagt, diese Änderung finde ich für Solo-Queue-Player echt wirklich schlimm. Und, ja, der Aufschrei, so was ich mitbekommen habe in den sozialen Medien oder auch auf dieser DBD-Seite, die haben ja da auch so eine Feedback-Seite, ist eigentlich, ja, es ist schon irgendwie so teilweise ein Aufschrei auf jeden Fall, und die, wo sie auch sagen, ey, was soll das denn jetzt, ne? Und ich hatte letztens noch gesagt, ey, okay, sie haben anscheinend wirklich mal die Solo-Queue-Player im Blick mit der Änderung von diesen Statusanzeigen, ne? Für, und wir sind uns jetzt mal alle einig, hoffentlich, für SWF-Teams haben diese Statussymbole ja auch gar keinen Vorteil gebracht. Die sind eh im Austausch miteinander. Das heißt, wenn ein Killer gegen eine 4er SWF vorher und nachher, nach diesen Statusdingern, ja, antreten musste, haben die keinen positiven oder keinen Vorteil davon gehabt. Na, es ging nur um Solo-Player, die ein bisschen Overview dann hatten. Und jetzt allerdings diese Änderung bezüglich Kreis der Heilung, Heilung generell und der Sunny-Koffer. Ey, das ist ein... Ich finde ein Schlag in die Fresse für Solo-Queue-Player. Oh, jetzt kommt sie, ne? Jo. Willst du wirklich mitkommen? Ja gut, so kann ich sie ein bisschen von den Gents fernhalten, ne? Achso, jetzt haut sie schon wieder ab. Okay. Und ich habe für mich persönlich entschlossen, weil ich kann diesen Schritt auch generell nicht nachvollziehen, ne? Dead by Daylight ist für mich ein geiles Game und bleibt es für mich auch, ne? Und man hat sowieso schon so viele Änderungen mitgemacht. Aber, wozu ich mich auf jeden Fall, als ich das gelesen habe, es kam mir in den Sinn, ich hole mir einfach keine Outfits mehr. Ich werde außer vielleicht neue Chapter oder... Obwohl, brauche ich ja auch noch nicht mal, ne? Also doch, neuen Survivor, ja. Aber ich werde mir keine Outfits mehr kaufen, ne? Ich werde, ich finde, das ist das Einfachste, was man machen kann. Weil das Spiel aufgeben möchte man ja nicht. Und einfach immer nur weitermachen,
Wow. Oh, shit. Warum ich? Warum ich? So. Okay, das wird jetzt nochmal richtig schön special, wa? Ja, hat mich gesehen. Boah, das war knapp. Das war knapp. War das er? Ja, vielleicht kann er ja... Ja, er will auch ein bisschen tanken, ne? Wobei tanken gegen die Krankenschwester natürlich so ein bisschen semi ist. Ja, müsste ich jetzt schaffen. Müsste ich schaffen. Alles klar. Jo, 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 jo. Dann haben wir das ja geschafft zumindest. Natürlich nur durch die Boons, ne? Die waren zu overpowered. nee, aber was soll ich sagen? Also wie gesagt, ich finde die Änderung scheiße und einfach nur, man hat es jetzt, ich meine, 5 Jahre oder sowas ähnliches. Alle Änderungen macht man ja mit, obwohl man sich da über manche Änderungen nicht versteht oder ärgert oder geärgert hatte damals. Ich finde, es ist nicht diese Notwendigkeit, so einen großen Einschnitt zu machen, was die generelle Heilung angeht, die Heilungskoffer und Kreis der Heilung. Das sehe ich nicht. Weil ich spiele ja auch meine Runden Dead by Daylight und man gewinnt nicht als Survivor jede Runde, jede zweite oder auch nicht manchmal auch nicht jede dritte. Ne? Also ich verstehe diese Notwendigkeit nicht. Und ich bin absolut jetzt kein Freund davon. Und ich denke aber auch irgendwie einfach so ein weitermachen und ja, ist scheißegal. Nein. Für mich persönlich, ich möchte es irgendwie Ausdruck verleihen und ich werde mir keine Outfits mehr holen. Also, wie gesagt, das, was man investiert, nur noch in das Game auf ein Minimum reduzieren. Ne? Was Besseres kann man nicht tun, oder? Wie gesagt, aber sagt mir auch mal, schreibt mir eure Meinung mal bezüglich den Änderungen, was ihr davon haltet und so weiter. Würde mich wirklich sehr interessieren. Ne? Ja, in Anbetracht dessen, dass wir 4 jetzt nur entkommen sind wegen Overpowered Boons.